So, und weiter geht's. Wir haben die andere Seite erreicht. Richtig? Richtig, genau. Und jetzt? Gibt es da drüben noch irgendeine Kiste? Da ist eine Lampe. Das ist interessant. Aber offensichtlich da drüben nicht wirklich weiter. Und da kommt aber der, da kommt aber der Rauch her. Wie jetzt nochmal? Nee. Okay, also diese Fässer sind unzerstörbar. Alles schön und gut, aber ich komme da nicht durch. Reise nach Fahrlicht. Haben wir... Hauptquest ist Reise nach Fahrlicht. Okay. Hauptquest. Die Gesandtschaft. Alles klar. Die Dornrücken. Kehre zu Javad den Willigen zurück. Okay, also die Mine ist offensichtlich abgeschlossen. Das ist zwar schade, weil ich hätte gerne noch gewusst, was da so Fakt ist, aber okay. Scheiben, nicht Orbit relevant. Also heimlich in der Mine gesprengt, um sie restlos auszubeuten. Bis Dornrücken dort einfielen. Ja, aber wo kommen die denn her? Vielleicht machen die Sprengungen ihnen den Weg frei. Aber woher? Ja, genau, Aloy, das frage ich mich auch gerade. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Leuchtpilze, total cool, ey. Ohne Scheiß. Bin ich mega. So, okay. Da müssen wir bestimmt noch mal rein. Davon gehe ich mal stark aus. Gehe aber jetzt trotzdem mal zu diesem Unbekannten. Das würde mich auch noch mal interessieren, was das genau ist.
Oh, da ist noch so ein lustig grüner Kristall. Ja, habe ich den nicht vorhin gesammelt. Für die Doku, den findet ihr hier an der Position. Hier an der Stelle. Ah, jetzt sieht man mal, wie groß die Karte eigentlich ist. Oh, da habe ich noch viel zu tun. Oh ja. Da geht noch was. Das ist für später. Gucken, ob der tatsächlich den Weg folgt. Nein. Aber vermutlich sieht er das nicht als Weg hier lang. Ja, komm. Boah, da geht's nicht lang. Alter Strommast, ja? Ein Bild aus der alten Welt. Sieht wie eine Art Gebäude vor steilen Klippen aus. Das Bild ist unvollständig. Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Okay. Und wo? Heißt das, ich muss da hochklettern? Da ist doch eine Brücke dazwischen, ne? Sieht aus, als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine Brücke in der Nähe. Nein. Ich sollte eine andere Stelle suchen. Nicht? Ah, Moment. Da ist sie doch, die Brücke. Die Ruinen einer Brücke. Vielleicht ist es die aus dem Bild. Ich könnte versuchen, es hier in der Nähe auszurichten. Ich bin ganz nah dran. Ha! Das fertige Bild hat eine Datei freigeschaltet. Die Aussichtspunkte wurden wohl von Miriam Technologies errichtet. Das war Elisabeths Unternehmen. Ob ich wohl in der Wildnis noch mehr von ihnen finden kann? Trotzdem fehlt die Brücke, oder? Ja, ganz schwach sieht man sie. Schick. Schön schaut's, schön sah's mal da aus.
gut, jetzt hätten wir den Aussichtspunkt auch entdeckt. Sehr schön. Also, findet ihr hier. Easy. So, zum nächsten. Okay, es gibt also auch wieder diese Jäger-Herausforderungen, die kann man ja auch später noch nachmachen. Ich würde jetzt mal nach Fahrlicht reiten und zwischendrin nochmal hier vorbeischauen. Vielleicht ist das ja auch schon eine Brutstätte. Wer weiß das schon? Lass mich natürlich positiv überraschen. Irgendwo da oben. Ich sollte absteigen. Okay, ja, ist ja gut. Ignorierst du mich wieder? Ich hab grad zu tun. Ah, da gab es einen Aufzug. So, aber verrat mir mal, was jetzt da das Fragezeichen war. Ah, okay, da ist es. Es ist noch höher. Ach nee, da hinten ist es. Eine Werkbank. Sehr toll. Werkzeuge. Munition. Keine Spulen, keine Waffen, keine. Doch. Ach nee, warte mal, das ist mein Vorrat. Ups. Das wäre. Ja. Guten Morgen. Hätte ja eine Werkbank sein können, so wie die hier zum Beispiel. Aber warte mal, lass mal gucken, was der Typ hier hat. Vielleicht hat der nochmal einen besseren Bogen. Ne, der hat nur Werkzeuge. Achso, es ist eine Frau. Entschuldigung. Sie natürlich. Waffen-Upgrades. Jawohl. Mein Hauptbogen auf 3. Nein. Da war ich richtig. Natürlich gleich dreimal. Und den lustigen Feuerbogen, den machen wir auch noch schütteln. Jawohl. Einmal komplett Upgrade, bitte. Danke. 3 Waffen verbessert. Super. Die Rüstung geht noch nicht. Sprengfallen herstellen, Trankherstellung, Beutel-Upgrades, das sieht doch super aus. Pfeil. Nee, Stolperdrahtbeutel. Ist egal. Wir machen das mal. Und Spezialgerümpel? Nix. Schade. Cool. Ach scheiße, jetzt habe ich meine Stimme abgeben müssen. Ja, okay, dann machen wir das auf dem Rückweg nochmal. Sollte ja nicht allzu lange dauern. Würde die...
Ach da. Nee. Okay. Niederschlagschaden. Aber okay. Ach so, das geht nicht. Den kann ich auch nicht. Ist klar. Du bist zurück. Willkommen. Gut, das mit den Stürmerhörnern habe ich ja immer glorreich verkackt. Das heißt, einmal noch zurück. Und offensichtlich geht er nicht. Dann geht's nochmal zurück. Und ich hole meine Belohnungen für die Quests. Sollte nicht allzu lang dauern. Zwei Hörnchen. Die baller ich einfach runter und dann passt das. Rein theoretisch könnte ich das auch von meinem Reitviech machen, aber wenn mein Reitviech ja kaputt. Nein, ich will absteigen. Läuft auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Ich habe alles, was Della und Boomer wollten. Maschine nicht rein. Das ist ja doof. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstöcken? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Was mach ich damit? Machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Psychisch. Okay. Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse ab, die Gegner aus großer Entfernung treffen können. Aufgrund ihrer langen Aufladezeit
haben sie eine niedrige Feuerrate und können nicht beim Springen oder Ducken verwendet werden. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um Rüstung zu durchdringen. Okay. Ich habe das jetzt aber nicht. Ich pack das mal da unten rein. Aha. Okay. Gut. Genau, die Dornrücken müssen wir noch abgeben. Und da ist er auch schon. Retterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaubst doch nicht. Dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Wieso hilft es Alvin, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osaram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Selbst wenn im Tal wieder gearbeitet wird, wird Alvand weiter gegen die Kaja hetzen, um einen Streik anzuzetteln. Und wenn die Osaram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Okay, das hatten wir tatsächlich schon. Ich muss gehen. Natürlich. So, haben wir hier noch mal irgendwas? Nein. Okay. Da brauche ich noch Werkzeug für. Und da hinten sind noch zwei unbekannte Teile. Sieht aber nicht so aus, als wenn da irgendwo eine Höhle wäre. Wir können ja mal vorbeigucken und schauen, was es ist, wenn es was ist, wo man sich... Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Wenn es sich lohnt, da mal reinzuschauen, dann... Wenn wir das zu machen, dann können wir das ja tun. Alle schießen, diese Viecher. Unglaublich. Nicht von hier.
hier aus da rein? Natürlich nicht. Okay. Oh, hey, das sieht... Na, ha. Ja, okay. Aber hey. Wow. Okay, das bringt mir einfach gar nichts. Auch vermutlich wirklich erst dieses Spezialwerkzeug, um da reinzukommen. Also hat sich das erstmal erledigt. Und das andere wäre dann da oben. Ganz da oben. Naja, okay. Wir gucken da mal kurz vorbei. Vollgas! Ich glaube, das Tierchen soll hier nicht durch. Also Tierchen in Anführungszeichen soll hier nicht durch. Warte mal, lass mal gucken. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Mittendrin? Scheiße, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Du musst da runter. Es ist ein, der will nicht. Was ist denn da runter auch nicht? Einfach nur da runter springen. Also wirklich, stell dich nie so an. Alter! So, und wo war jetzt das Lagerfeuer? Links hoch, okay. Deine Stolperfalle nicht nutzen. Da ist noch mal ein Lager, okay. Das Feuerchen, aber jetzt muss ich trotzdem. Soll ein Weg sein, das glaube ich aber eher nicht so. Hey Mädels. Oh, eine alte Straße. Jawohl. Hallo? Bist du bitte. Alter, mitten drin? Kamera beim Reiten, wenn ich jetzt mitgehen würde, verstehst? Was ist denn? Du musst doch einfach nur ver... Ai, 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 fick dich doch. Blödes Viech.
Alles, was du hättest machen müssen, ist einfach weiter geradeaus reiten. Bis du das zu fassen. Was ist hier hinten?